Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum ersten Video, was kein reines Animationsvideo ist. Eines vorneweg, Bild und Ton, ich weiß, ist noch nicht optimal. Ich betrachte das Video jetzt hier so ein klein bisschen, ja, als Test. Wie kommt sowas an? Wenn die Rückmeldungen von euch positiv sind und weitere Videos gewünscht sind, dann wird an der Stelle selbstverständlich nachgearbeitet, ist überhaupt keine Frage. Was habe ich mir für das erste Video hier als Set überlegt? Die F9033 von Funhole mit 2847 Teilen für 160 Euro. Muss man jetzt erst einmal sacken lassen. Ganz wichtig, das ist kein Fake-Lego. Funhole hat seine eigenen Designs, die auch sehr, sehr gut aussehen, muss ich sagen. Das Ding ist beleuchtet. Findet man in Dänemark jetzt auch nicht so. Vor allem nicht für, ich sag's nochmal, 160 Euro. Da müssen die sich da oben mal ein bisschen anstrengen. Das Set kommt in einer, wie ich finde, sehr stabilen Box, sehr schöne Box. Ist ein bisschen wenig Details abgebildet, außer das Set selber von außen. Von der Seite gibt es auch nicht wirklich was zu sehen, außer Sicherheitshinweise. Hinten finden wir auch wieder jede Menge Sicherheitshinweise, aber auch eine kleine Szenerie mit anderen Sets. Wenn mir das Set gefällt, dann werde ich die anderen natürlich auch noch nach und nach aufbauen und euch hier vorstellen, wenn ihr möchtet. So viel sei erstmal dazu gesagt. Ich mache den Karton mal auf, schaue, was drin ist und melde mich dann wieder. So, da bin ich wieder. Also innen drin erwarten einen sehr viele Tüten. Das Ding ist vollgestopft mit Tüten, aber so wirklich Oberkante, Unterlippe. Voll. Eine Tüte hat es mir besonders angetan. Ja. Figuren, die man selber aufbauen muss. Kann man jetzt von halten, was man will. Ich bin da kein großer Freund von, aber okay, sei es drum. So ist es, ich mache es, fertig. Figuren sind, ja, sind doch sehr ordentlich. Die Prints sind wunderbar. Was ich ganz spaßig finde, wenn man sich die von der Seite anguckt. Also die sind sehr gut im Futter. Scheinbar gibt es da noch irgendwo eine Frittenbude von Funhole, wo die wohl ein paar Mal zu oft waren. Oh, okay. Dann haben wir dann noch diese orange Box. Darin befinden sich drei von diesen Tütchen. Darin sind die ganzen Kabel, Lampen, Stecker, was man auch immer so dafür braucht. Habe alles ausprobiert, funktioniert wunderbar. Wir kriegen eine Batteriebox mitgeliefert. Dreimal AA und der Spaß geht los. USB ist nicht zum Laden gedacht, sondern dafür gibt es diese schönen Teil hier. Da sind auch nochmal drei Stecker drin. Wie das hinterher verbunden wird, das weiß ich noch nicht. Das werde ich im Laufe des Baus sehen. Und wir haben einen USB-C-Port und einen Ausschalter. Der USB-C-Port, das finde ich eine ganz clevere Lösung. Wenn ich das richtig verstehe, kann man das Set hinterher an USB anschließen. Mit jedem x-beliebigen Ladegerät von Smartphone, Tablet, whatever. Und man kann sich das Ding einfach dann irgendwo in den Schrank, in der Vitrine oder sonst wo hinstellen und abends als Dekobeleuchtung einfach anmachen. Funksteckdose dazwischen, an, aus, glücklich sein. Wunderbar. Wenn andere Hersteller mal so, naja, mitdenken würden, nee, fange ich an zu träumen. Elektronik, Kabel, ganz wichtig. Und zwar, die sind sehr, sehr, sehr dünn. Fokus, Fokus, hallo, Fokus, Fokus, Fokus. Sehr dünn. Lass es ein Millimeter sein. Wenn ihr die einsteckt, die arretieren, an ein Kabel rausziehen, ganz schlechte Idee. Könnt ihr direkt wegschmeißen, kauft euch nochmal neu. Aber selbst da hat Funhole mitgedacht und liefert euch eine Metallpinzette. Metallpinzette. Bei anderen würdet ihr nicht mal was aus Plastik kriegen. Finde ich eine super Sache. Damit geht das wunderbar wieder raus. Auch habt ihr ein USB-Kabel, Ladegerät. Liegt leider nicht bei, aber lieber Gott, da hat jeder, weiß ich, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 von zu Hause rumfliegen. Anleitung. Zwei Stück. 733 Bauschritte für 2847 Teile.
Wahrscheinlich ist das heute so. Ich bin aus den 80er und 90er noch was anderes gewohnt. Da ging es weit schneller vorwärts. Oh, ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit so geworden, dass das so kleinteilig wird. Ja, dann ist das so. Ich lasse mich überraschen. Ich fange an zu bauen. Wir sehen uns gleich. Thank you.
So, da bin ich wieder. Ich habe mal etwas vorbereitet. 6 Stunden hat mich der ganze Bau gekostet. Sehr kleinteilig innen drin, was überhaupt kein Problem ist. Denn dafür ist das sehr üppig ausgestattet von innen. Es gibt ein paar Bautechniken oder Bautechniken, die ich so noch nicht kannte. Es gibt aber auch ein paar Eigenheiten, was die an Steine haben. Kommen wir gleich zu. Was mich an dem Teil erstmal ein klein wenig stört, das seht ihr hier auf der Rückseite. Warte mal. Du wiegst ja ein bisschen. Diese Kabel. Sieht man? Klar müssen die irgendwo verlegt werden. Ich frage mich nur, warum haben die das nicht nach innen gelegt? Es sind nur noch 1, 2 weitere Stellen, die kann man aber ganz einfach abändern. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher zu, wenn wir uns die Etagen im Einzelnen anschauen. Farbqualität wunderbar, keine Farbabweichung. Rot ist rot, Tan ist Tan, Grau ist grau, Weiß ist weiß. Alles einheitlich, überhaupt kein Problem. Andere Hersteller haben da ja so ihre Problemchen mit, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ding mal im Dunkeln an. Ich mache mal kurz eine Dunkelkammer draus und dann schauen wir uns das Highlight an. Und der Herr sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Was soll man dazu noch großartig sagen? Also, 20 LEDs, die bringen das Ding einfach mal so brutal zum Leuchten. Das kommt auf der Kamera jetzt wahrscheinlich gar nicht so rüber. Vor allem das Mosaikfenster. Das sieht so scharf aus. Also das findet definitiv bei dem einen oder anderen Platz in der Vitrine. Da kannst du nichts zu sagen. Sprachlos. Einfach sprachlos. Ich mach das Licht wieder an. So, fangen wir mal an. Das Dach. Es ist ein Dach. Diese Ecke ist sehr interessant gebaut. Zwar mit diesen kleinen Ärmchen, die das alles ein bisschen stabilisieren. Habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich eine nette Lösung. Warum hier hinten was fehlt, ich habe nichts übersehen in der Anleitung. Keine Ahnung warum. Der Kronleuchter, der ist, also da haben sie mit dem Kabel mal echt übertrieben. Die alle da einzufädeln in dieses kleine Teil. Ich sage euch, das kann Nerven kosten. Zu dem Teil, da müsst ihr beim Bau ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Kabel da durchlegt. Und zwar kriegt ihr so etwas. Ein Brick mit integriertem Kabelkanal. Ist okay, anders kannst du die Kabel auch gar nicht verlegen. Problem an der Sache ist, wenn das Kabel hier drüber oder um die Ecke läuft und das guckt hier ein Stückchen über und ihr sollt dann den nächsten Brick oben drauf setzen, schaut, dass das Kabel genau im Kabelkanal liegt. Weil wenn ihr den sonst zudrückt, der eh schon ein bisschen schwergängig ist, ihr kneift das Kabel durch, dann habt ihr verloren. Dann Beleuchtung für die Etage, könnt ihr knicken. Nächstes Obergeschoss. Na komm, komm, sei lieb. Na, ja, so viel zum Thema Klemmkraft. Die ist echt überragend an einigen Stellen. Na komm, wieder zusammen. Dieses Fenster, was komplett beleuchtet ist, dieses Mosaik, das sieht so scharf aus, wenn es dunkel ist. Innen drin auch gut ausgestattet. Übrigens, es gibt keine Aufkleber. Das sind alles Prints, wo man auch hinschaut. Auch wieder hier mit dem Kabel wieder. Das
Hätte man das nicht nach innen legen können? Ich meine, innen drin, da ist ja sowieso alles da vorgestellt. Hätte man doch irgendwie lösen können. Da muss man mal was einfallen lassen, ob man da was machen kann. Nächste Ebene. Na, komm ab. Also die Teile sitzen wirklich sehr, sehr stabil da drauf. Ne? Jawohl. Selbe Schauspiel, keine Aufkleber, alles Prinz. Sehr detaillierte Einrichtung. Ne? Fokus. So. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so richtig einfängt, aber diese Scheibe, die hat ein paar schöne Kratzer aus der Tüte mit abgekriegt. Es ist nichts Dramatisches, aber ne. TransClear sollte auch TransClear sein. Als letztes haben wir noch das Erdgeschoss. Hier ist im Übrigen dann auch die Batteriebox angesetzt. Ich mache sie ab, ich werde das Ding mit USB betreiben, der übrigens hier hinten eingelassen ist. Wenn ihr den USB wieder abziehen wollt, vorsichtig sein, das geht sehr leicht. Und wenn ihr Pech habt, reißt ihr die Kabel auseinander. Dann selbes Schauspiel, könnt ihr wegschmeißen oder Ersatzteile ordern, wenn die Ersatzteile haben. Ist mit Vorsicht zu genießen. Hier auch wieder sehr detailliert. Keine Kratzer diesmal. Tür ist zum Öffnen. Die Gelenke gehen ein bisschen schwer. Außenlampen auch. Gut, die Kabel hier, die konnte man wahrscheinlich... Na, komm. Die Kabel konnte man wahrscheinlich nicht anders verlegen. Sonst hätte man irgendwie ein stromführendes Teil da machen müssen oder was weiß ich was. Aber ist alles okay. Und innen drin, das Ding ist wirklich vollgestopft. Aber so richtig. Von allen Seiten, überall ist irgendwas zu entdecken. Einfach. Einfach gut. Kann man nichts... Ich habe, wie gesagt, bis auf die verkratzte Scheibe und es kommt noch eine verkratzte Scheibe. Also ich kann da sonst nichts, absolut nichts Negatives sonst zu sagen. Da gibt es auch so ein kleines Wägelchen, wo noch ein kleines Gemälde transportiert wird. Der hat auch aber mal ganz, ganz hart gelitten, die Scheibe. Ganz hart. Weiß nicht, kriegt man das eingefangen? Ja, wahrscheinlich nicht. Die hat ein paar richtig fiese Kratzer abgekriegt. Nicht schön. Wahrscheinlich hätten die TransClear-Teile lieber in eine Tüte einpacken sollen und mit beitun, dass die besser geschützt sind. So, ja, passiert. Dann haben wir noch eine kleine Kamera. Auch schön gebaut. So. Das ganze Set gibt es momentan bei Funhole für 190 Euro Liste. Ich blende euch hier einen Rabattcode ein, gebe 20% drauf. Link zu Funhole ist bei mir in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne kaufen. Also von mir kriegt das Ding definitiv eine Kaufempfehlung. Wie gesagt, allein von der Qualität her, keine Farbabweichungen, super detaillierte Sache. Prinz, null Aufkleber, beleuchtet. Ich meine, da sind 20 LEDs drin. Also das kann mal richtig, was habt ihr ja gesehen. Wenn dunkel ist, wenn das irgendwo in der Vitrine steht, im Schrank steht, mit USB angeschlossen, Funksteckdose an, aus, herrlich. Da könnte ich sagen, es gibt ja einen YouTuber, der mag ja alles, was glitzert. Ihr wisst, wen ich meine. Grüße gehen raus. Und ich muss sagen, der hat recht. Der hat absolut recht. Das Ding sieht einfach, sorry, geil aus. Kann ich eigentlich sonst nichts anderes zu sagen. Das ist der Hammer. Ja, ein Punkt noch.
Erdgeschoss Außenseite. Hier laufen die Kabel von außen durch. Ich habe das nicht falsch zusammengebaut. Das ist in der Bauanleitung. Ich zeige es euch eben. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das ist in der Bauanleitung wirklich so gesetzt. Dreht die einfach um. Ihr seht die Kabel nicht mehr. Ist auch in einem anderen Bauschritt. Wo sieht man? Hier sieht man es. Ist es genau dasselbe. Da ist auch in meinen Augen falsch rumgesetzt. Ich habe es einfach andersrum eingebaut. Kein Kabel zu sehen. Ich werde die zwei auch noch umdrehen. Und dann sieht das Ding einfach geil aus. Ja, ich glaube, das kommt dann hier neben Blaustein hin und leuchtet so vor sich hin. Dann bleibt mir schon noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Kommentar, ob wir mal wieder sowas machen sollen. Lieben gerne gesehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Du bist wirklich gerne im Video, ne? Also, ne? Katze? Ja. Wäre aber trotzdem schön, wenn du hier mal in dein Bettchen rüber hüpfen würdest. Danke. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist eine Kamera. Ja. Machst du nichts?